Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5, meine Freunde. Zur zweiten Folge. Ja, Mann. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass die Folge jetzt endlich da ist. Und ja, ich sehe gerade die Folge Renner gerade. Und das ist so ein kleines separates Intro, weil ich kein Intro im Stream erwähnt habe. Auf jeden Fall, Freunde, ich werde die Story Games, die ihr auch im Nachhinein hier auf YouTube sehen werdet, vorher immer streamen auf Twitch. Unten erster Link erster Link in der Beschreibung, Freunde. Dort kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal. Und ja, Freunde, dort werde ich auf jeden Fall meine ganzen Story Games zocken. Und FIFA werde ich sowohl auf Twitch als auch auf YouTube zocken, damit halt jeder was zu sehen hat. Weil ich denke, FIFA interessiert halt die meisten als die Story Games. Ich denke mal im Nachhinein, wenn es langweilig wird um FIFA, schaut ihr wahrscheinlich meine Story Games an. Ansonsten ist ja noch Verkostung da. Und ich merke, ich mache gerade hier zu viel Werbung. Auf jeden Fall, Freunde, ich wollte nur sagen, folgt mir bitte gerne auf Instagram. Ich bin da so aktiv wie noch nie zuvor. Jeden Tag kommt momentan ein Bild von mir und nachher auch. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, jetzt fehlt mir wieder der Faden leider. Viel Spaß auf jeden Fall mit der Folge. Lasst ein Like und einen Kommentar da, wie immer. Und ja, da würde ich sagen, folgen nicht vergessen auf Insta. Und ja, bis dann, haut rein. Ciao. Boah, Digga, dauert das, bis die Kacke hier am Laden ist hier, ja. Das sind aber neue Bilder, merke ich gerade. Das sind gar nicht die alten Bilder. So, wie sieht's aus? Klamottentechnisch. Nee, kein Bock jetzt erstmal. Geh erstmal raus und holen uns. Boah, ich muss wieder voll in die Steuerung. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Hast du das mal mitbekommen hier? Controller? Kommt Lautsprecher raus. Hab ich noch nie ge gewusst hier. Diese scheiße Löcher hier. Digga, ich hab zwar ein gutes Mikro, aber Equipment-technisch bin ich trotzdem noch voll weit weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Franklin Lamar-Folge ist oder die schon vorbei ist, aber machen wir mal trotzdem Wigger. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are Employee of the Month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do, and I do it, and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together. I never had a black son. If I did, I want him to be just like you. Knock, knock, niggas. Hello, What's up, Lamar. What's up, homie? What's up, then, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us. What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike.
we got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Da werden wir mal die legendären Autos holen. Aber dieses Auto nehme ich nicht, ich nehme dieses Auto, das sieht viel geiler aus. Ein Imitation Ferrari. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude? With the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Jetzt labern die wieder. Oh Mann. Jetzt labern die wieder 1000 Jahre. Bis ich überhaupt noch was sagen kann. Hatte gerade gesagt, a piece of shit? Was ist das denn? Oh, das war nicht gut. Toll, kein Weg. In-game Sound etwas lauter. Aber ich werde, glaube ich, nicht so lange machen. In-game Sound. Hallo? Dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it. Ist so besser? Besser so? Weil lauter kann ich, glaube ich, nicht machen. That's right, homie. Nothing but love, nigga. That's Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? Ja, wie soll ich sagen, ob es besser ist, wenn du im Menü bist? Hä? Besser? You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Where the fuck you get that from? That ain't my life, dummy. How about the boy with the eye from around the way? Marcus or something? You were slanging for him, and then he got what was coming, right? That was different. That dude had it coming. I don't want to clap up, man. I don't want to clap my boy Interion either. I like homie. It's just smacks of the inevitable. Look, dawg, this time we legit, homie. This honest work is gonna end up with us coming up in the world. Oh, really? That's a nice change from fools coming up on us. That's trill, homie. You damn straight that's trill, partner. But it's a shame I don't believe it. You wanna drop some notes on that shit? I give you the eyes, homie. You Apache motherfuckers love y'all best, huh? You should go work on one of them reservation casinos. Only they'll kick your ass off for being a fraudulent imposter, motherfucker. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Warte mal, ich mach das anders, warte. Warte, ich mach das anders. So, wie sieht's jetzt aus? Ich habe jetzt Headset angemacht, aber ich habe keinen Bock, die anzuziehen. Ich glaube, das müsste jetzt eigentlich besser sein. Hey, what's up, homie? You alright?
Ich will ihnen eine geben. Ich will ihnen eine geben. Cold, homie. Shit, man. Play it cool. Yeah, that's right. Keep it moving. Das ist momentan das aktuellste GTA, soweit ich noch mich erinnern kann. Also ich bin, glaube ich, wieder mal so lost. Guck mal, ein Kätzchen. Alter, könnt ihr mal aufhören, beide zu labern, Alter? Noch ein Kätzchen. Guck mal. This is shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a. Ey, ich bin voll stolz drauf, Alter. Drei Zuschauer, wie geil ist das denn? In one of these locker. Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit! Es geht los! Man, stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Just on luck, homie. Find your bitch ass for cover. Shit, on your left. Only one way out this motherfucker. Get in behind that truck, homie. Wait. They got me pinned down. Shoot that gas can. Even the shit out, homie. Grab the shotgun. Now look what you done gone and done. Follow me. Let's get through this. Up there, to the right. Somebody tell them niggas this illegal repossession. Flipping bricks is easier work, dog. They trying to pay him. Get that ride. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. How many they got? Some more of them niggas. Shoot the gas, homie. Where's the... Where's the cop? Steht denn nicht? Da oben. Hey, step aside, motherfuckers. You still breathing, homie? Yeah, barely, homie. Shit, we gotta get the fuck away from this shit. Man, we only came here for a bite. And that a motherfucker is right there. Hey, nigga, come here, we got your pink slip. May as well get this shit done. We really gonna repo after all this bullshit. Let's get him, homie. I want to get paid. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you riding, stupid. Motherfuckers getting away from him. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh, shit, Professor, you're right. God damn. We need to shoot him off the bike. Stefan, kannst du jetzt besser hören oder nicht? This won't get away. We're going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Don't play the blame game. Just get on this shit. Want your bike, bitch? Get that bike back. Homie, you tripping? Ich will nicht schießen, Alter. Dann kommt Polizei wieder. Hab ich keinen Bock drauf. Dann muss ich wieder verjagen und das dauert wieder. Shoot him down. Einfach wegrammen. Bye-bye, asshole. I'm sorry, fool. Take the bike and meet me at the car wash round the way. Be cool, my nigga.
Diese Musik ist auch so lost. Ein Rad, yeah. Ey Stefan, wenn YouTube oder Twitch Money läuft, dann lade ich dich mit nach LA da. Diese bekannte Straße, wo Michael wohnt. Weißt du, wo ich meine? Dann gehen wir vielleicht gut in Gucci Store. Kriegst einen schönen Anzug. Nein, Spaß. Ich glaube, ich muss vom Traum wieder aufstehen. Ey Stefan, kannst du mir einen Gefallen tun beim nächsten Mal, ne? Wenn wir anfangen zu streamen. Teil einfach in deine Story oder so. Ich glaube, du hast mehr Reichweite als ich sogar. Einfach teilen. Ich denke, das macht dir nichts aus, oder? Also nur lutschen und so weiter, kennst du doch. Also ihr kleinen Jugendliche, ich sehe die Follower bei mir, ne? Die durch FIFA und so alle gekommen sind. Was ich auch voll respektiere, so, ne? Sobald die ein Bild hochladen, Alter, knapp 200 Likes kriegen die sofort. Ich bekomme gerade mal 30 Likes zusammen. So, jetzt geht das Theater weiter. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a ja, fine wenn du aber ein Bild hochlädst, dann ja. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! So Leute, da haben wir die Prüfung bestanden, aber leider nur mit Bronze. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Mission. Machen wir mal zu Simeon. Stefan, du warst auch für Assassin's Creed 300, ne? Keine Ahnung, wie das nochmal heißt. Weil dieses Coverspiel ähnelt ja sehr dem 300-Spiel. Ich muss eigentlich noch Assassin's Creed 1, womit ich komplett angefangen habe, nochmal durchspielen. Ich hab da einfach mittendrin aufgehört. Weil es gar keine Motivation mehr gegeben hat. Schöner Sonnenuntergang, ne? Guck dir das mal an. Richtig geil. Ja, als Maulertag. Freu mich. Ja, du bist ja wirklich. Ja, da sieht man, dass du jetzt auch lost bist. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No, what are you talking about? Excuse me. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, where so, we at? Müssen wir jetzt noch ein Auto klauen? Boah, ich hab das Spiel locker 5 Jahre nicht mehr gespielt. Locker. Did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog.
Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Keine Ahnung, was der da wieder labert. Ich hab da gar nicht zugehört. Hier ist doch das, genau, hier ist doch das Haus. Warum geht das nicht auf? Hä? Hallo, geh doch mal auf, Alter! Will er mich flachsen? Geh doch auf! Ich kann auch da nicht klettern, das ist doch zu spitz, Mann! Ach so, stimmt! Boah, voll vergessen, Alter, sag ich doch! 5 Jahre, ah, da sehe ich das erst gerade jetzt! Die Nebentür und dieses markierte gelbe Ding. Voll vergessen. Normalerweise sind da diese Alarmstrahlen da. Sobald du die tretest, dann wird direkt Sirene angehen. Geiler Pool, Alter, aber viel zu klein. Was machst du da? That's just because you have a massive gaper, bitch. Fucking homo, you're dead. Dad! He said I had a massive... Jimmy called me a bitch! Tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Oh my god, seriously? My brother is such a homo. Oh shit. Scheiße. Thank you, coach. Scheiße, was machst du da? Schnell weg hier, Alter. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Was ist das denn, hä? Ey, Scheiße, ich hab den gar nicht gesehen. Fuck. 9mm semi-automatic pushed against your skull. What the fuck? Well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Why the fuck would you do that? Without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. What are you, a fucking idiot? By the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian. We'll work this out. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Do it. Oh shit! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Simi, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid.
You mother. Okay, jetzt sind wir Michael. Komm her. I won't be treated like this. You think you could take me for a ride? You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! Scheiße. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious body work before it's worth $5,000 a month. Fuck it! He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Okay, jetzt sind wir Michael. Mission bestanden! Boah, Digga, ich bin am Arsch, ey.